So Klaus, jetzt sitzen wir hier im Wohnzimmer in unserem Familienhaus, wo wir alle eigentlich von der Familie auch aufgewachsen sind. Wie denkst du über unsere Tradition? 1270 kann ich mir noch nicht viel vorstellen, was hier wirklich war, außer ein kleines Gasthaus mit einem kleinen Sudkessel über dem Herd. Aber ich glaube, über die Jahrhunderte hat sich da hier ein Weg des Biermachens entwickelt, eines sehr traditionellen handwerklichen Machens, worauf wir heute noch aufbauen und recht stolz sind, weil wir lassen im Bier die Zeit. Wir verwenden wirklich gute regionale reine Rohstoffe und wir bringen da in diese Produkte sehr viel Leidenschaft mit hinein. Ja, für mich ist diese Unabhängigkeit schon sehr wichtig, auch in unserer Beziehung als fünfte und sechste Generation da in der Familie, dass wir eigentlich auch die Zeit haben, für die siebte und achte Generation schon mitzugestalten, dass wir die Zeit haben, Projekte zu entwickeln, sie aber auch in Ruhe und in Qualität einzuführen oder umzusetzen. Also die Freiheit und die Unabhängigkeit und damit auch die Verlässlichkeit, finde ich, ist schon sehr entscheidend für mich.